Moin moin und willkommen. Schnauze da unten. Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ich bin hier mit drei Typen in einem Raum und warte auf eine Gelegenheit, die auszuschalten, ohne dabei zu sterben. Was ich irgendwie gerade als gar nicht so einfach erweisen will. Weil die hätten... Ach komm, ich riskiere es im Service, dann muss ich halt den ganzen Raum nochmal machen. Ja. Gerade so. Könntest du aufhören, auf mich zu schießen? Das ist nicht nett. Ich sollte mal irgendwie Explosivgel oder sowas benutzen. Vielleicht bringt es ja doch irgendwas. Oh, und ich habe eine Idee, was ich versuchen könnte. Zwei Ideen, die ich versuchen könnte. Aber das ist mir irgendwie, also eine davon ist mir zu riskant. Ich hätte jetzt versuchen können, hinter denen zu gleiten und dann lautlos auszuschalten, aber das war mir jetzt nicht so ganz geheuer. Warum? So, der weg, bleibt noch einer. Den kann ich jetzt eigentlich auch anspringen. Danke fürs Umdrehen. So. Hätten wir das. Sehen, was ich als nächstes tue. Lass ihn gehen, sofort. Wirklich? Okay, wenn du meinst, Ben. Ah! Ja! Nein! Ups! Du musst dich wirklich beeilen, Bats. So fängst du mich nie! Ich muss den Strom in diesem Raum abstellen. Ist richtig. Die Kabel verlaufen scheinbar irgendwo hier. Ach, ich habe noch das Rätsel hier vergessen. Ich bin sicher, dass man durch dieses Rätsel... Oh, ist kaputt. Ich bin sicher, dass man durch dieses Rätsel wieder einen Charakterbiografie kriegt. Ich bin mir sogar halbwegs sicher, welche. Oh, eine Trophäe. Frage ist nur, was muss ich scannen? Uhrzeit, er ist im Wunderland, hat wahrscheinlich genau nichts damit in der Mitte zu tun. Und die Kabel verlaufen hier lang, vielleicht ist ja hier was. Die Uhr ist die. Ah, genau! Das war auch fies versteckt! Die fies versteckten Sachen bleiben mir immer in Erinnerung, weil ich ewig danach suchen musste. Was? Zu klein? So. Ah, und auch dadurch haben wir jetzt wieder eine bekommen. Sehr schön. Nämlich die Eltern von Brucey. Da fehlt noch einer. Wie fehlt denn da noch? Ah, ich ahne wer. Oh, da ist noch ein Gärtner, also wieder ein neuer Charakter. Patientengespräch, ah, Pendler Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich
Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ach ja, Ivy. Na gut, wer passt doch besser zu den botanischen Gärten, ne? Oh. Bitte. Bin ich wichtig? Ich kann dir nicht helfen. Geh doch raus! Da! Ja, schon, dass die nicht gemerkt haben, wie ich zur Tür reingekommen bin. Man merkt immer so ein bisschen, ich habe oftmals keine Lust darauf, diese speziellen Ausschaltmanöver zu machen, deswegen denke ich mir einfach so, ja, wozu habe ich denn die Kombos freigeschaltet? Der ist schon geflogen. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Okay, nur noch kurz vor einmal umgucken. Ist hier noch irgendwas außer einer Menge Markierungen im Boden? Da oben ist noch was... Da komme ich aber von der Seite scheinbar nicht rein. Es sei denn... Ah, doch, geht. Wahrscheinlich brauche ich, um dadurch zu kommen, schon die Erweiterung des, die erhöhte Reichweite dafür. Ups. Und eine Trophäe. Und was ist das? Die Riddler-Karte. Okay. Meine Karte wird dir helfen, Batman. Und... Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Ach ja. So, wollen wir mal sehen. Hier müssen wir jetzt das Ganze mehrschrittig machen. Und das dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen auf Zeit. Und geschafft. Und ja, gerade wenn man da so eine Bombe da hat, das wird, glaube ich, noch mehrfach vorkommen. Und dann ist es halt echt nützlich, wenn man da... Ich glaube, ich habe die Stromzufuhr des Generators unterbrochen. Da ist dann quasi ganz gut, wenn man das Ding ein bisschen aufgerüstet hat. Dann wird das nämlich einfacher. Das ist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Ich würde gerade gern das Rätsel lösen, aber ich weiß nicht, wo das ist.
Spielzeit im Wunderland. Ja, das ist auf jeden Fall eine Anspielung an Alice im Wunderland, klar, aber... Wo muss ich dafür hin? Hier waren wir gerade. Vielleicht irgendwo hier oben? Hier sehe ich nichts. Hier waren wir schon, hier ist auch nichts. Das ist da unten. Oh, Moment. Die habe ich fast übersehen. Ich dachte, du würdest das niemals finden. Was haben wir hier unten noch? Nichts. Teezeit im Wunderland. Steht hier irgendwo eine Tasse rum oder so? Was ist denn da unten? Ist hier vielleicht irgendwas? Objekt zu klein, hier ist tatsächlich was. Und wo denn? Ach, da! Ach genau, der Mad Hatter, den habe ich erwartet. Jervis Tetch. Hypnotiker. Alles ziemlich komische Gestalten, die wir hier mal finden. Aber schön. Alice im Wunderland. Ist doch mal was Interessantes. Wo ist die Tür, wo ich durch musste? Jetzt kommen wir auch hier durch, weil kein Strom mehr da. Ja, nein, keine Ahnung, vielleicht Baumkuchen. Kuchen. Oh. Ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt hin bin und wo ich hin muss. Ist der Ort auf der Karte verzeichnet? Ja, er ist auf der Karte verzeichnet. Dann bin ich wahrscheinlich richtig und drehe nochmal um und vielleicht habe ich eine Riddler-Trophäe übersehen. Hier zum Beispiel. Als hätte ich es gewusst. Gut. Mehr als eine wird hier hoffentlich nicht sein. Ach nee, kommt jetzt wieder diese Kletterpartie, wo ich nie den richtigen Weg finde? Ja, das ist die Kletterpartie, in der ich nie den richtigen Weg finde. Ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie zu blöd dafür. Ja, statt nach oben gehe ich natürlich erstmal nach unten, weil... ja. Ne? Hoch. Nö, hier geht's nur wieder runter. Jetzt die Treppe wieder nach oben. Vier und Sackgasse. Sackgasse klingt irgendwie falsch. Und Joker spricht ja die ganze Zeit. Scheinbar mischt er sich hier wie so einen komischen Cocktail zusammen. Wo ist denn jetzt der richtige Weg, verdammt? Hier war es schon mal nicht. Gut. Ausschlussverfahren, da komme ich nicht weiter. Dann muss es woanders sein. Hier ist eine Treppe. Da ist auch eine Treppe. Da kann ich rüberspringen. Und jetzt... komme ich da hoch? Ja, jetzt sehe ich gerade nicht, wo ich lang muss. Sehe ich wieder irgendwas, was ich machen kann.
auch nicht hoch. Ich bin hier richtig, da bin ich mir sicher. Achso. Naja, das ist zwar schön, aber es bringt mich gerade nicht weiter. Ich müsste erstmal da hoch. Oder? Sicher den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Ja, das ist schön, Bats, aber ich sehe hier nichts, wo ich irgendwie hochklettern kann. Das ist ja mein Problem. Moment, da hinten sehe ich was. Ah. Ja. Okay. Ich übersehe halt einfach mal die zweite Treppe. Und jetzt bin ich schon da, oder? Was ist da vorne? Wahrscheinlich führt mich das nur wieder zu einem, Oh. Noch eine Information. Wenn Joker diese Monster erschafft, hat er die Formel noch nicht perfektioniert. Ich muss mich beeilen. Okay, bin ich doch richtig? Fragezeichen? Nee, da ist eine Riddler-Trophäe. Fast einfach runtergesprungen. Das sah komisch aus. Und ich sollte dringend mal wieder mein Leben erweitern. Nachdem ich doch so viel Schaden letztens genommen habe. Hilf mir! Die Federmaus! So, das hier ist der Gang, durch den Joker gekommen ist und den er blockiert hat. Könnte man hier ganz gut sehen, weil hier die ganzen Fingerabdrücke von Harley sind. Ich weiß zwar nicht, wieso der immer den Boden anpackt, aber egal, wahrscheinlich schlägt sie den ganzen Tag nur Rad. Und das hier ist noch immer. Das hast du auch rausgefunden? Absurd. Humpty Dumpty? Ach, stimmt. Die gab's ja auch noch. Die gab's ja auch noch. Wie kommt es mir sofort? Hätte ich noch was übersehen, ne? Was soll's? Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven, ich finde sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalt sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Ja, ja, Ivys Fähigkeiten, was ist denn das da? Mad Doc? Okay. Das ist auch nicht das, was ich gesucht habe, aber was soll's. Ach, nicht der Raum. Ich hasse diesen Raum. Holt mich hier raus! Hör zu, die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle. So heißt doch das Ding da unten. Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Ja, ich hasse diesen Raum.
Eigentlich der perfekte Moment, um hier vor Schluss zu machen. Das nächste Mal dürfen wir uns dann hier durcharbeiten und ja, wir sollten natürlich gucken, dass die Ärzte am Leben bleiben. Ich werde es wahrscheinlich mindestens einmal verkacken. So viel möchte ich schon versprechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.